Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. In der letzten Folge haben wir Gebiet Nummer 5 erkundet, beziehungsweise die ersten Rennen gefahren, das erste Rennen, und sind natürlich auch gleich, wow, ziemlich langes Rennen, machen wir mal, sind auch gleich die Autotour dahin gefahren natürlich und das erste Rennen. Wie möchte es auch anders sein? Und ich hatte euch nochmal gezeigt, dass ich leider offscreen nicht weiterspielen kann und so nicht zusätzliche Kohle erspielen kann ohne weiteres, zumindest ohne, dass ihr was verpasst. Und das ist eigentlich für mich persönlich so das A und O, dass ihr jetzt hier erstmal nichts verpasst, bis ich Forza Horizon Champion bin. So. Jetzt kommt das Sprintrennen. Also wir werden jetzt diese hier Folge wirklich konsequent durchziehen und die Rennen abhaken. Beziehungsweise, ich hoffe, es wird nicht zu leicht. Aber wir werden jetzt hier konsequent die Rennen fahren. Und wenn es sich anbietet, auch mal wieder gegen einen Rivalen. Das hatte ich ja schon mir mal wieder vorgenommen, aber ich glaube, jetzt bei dieser langen Strecke werde ich das nicht machen. Aber mal gucken, jedenfalls die Rivalen stehen noch aus. Dann gibt es noch ein paar Schaurennen, die noch übrig sind. Die werden auch nach und nach kommen. Da hatten wir uns in der letzten Folge auch drüber unterhalten, dass es ja in Forza Horizon 2 nur 5 davon gibt auf der Xbox One. Und dass das dann doch ein wenig ist. Aber ich meine mal so, wenn man sich jetzt rein die Fakten anguckt, ist es schon schade. Ups. So, ich hatte jetzt schön sauber vorbeigekommen. Natürlich, wenn man sich die Fakten anguckt, ist es natürlich ein wenig schade, die Einschränkungen. Auch im Vergleich zu Forza 4. Also das war ja damals bei Forza 5, als es rauskam, auch so ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Warum ist das so wenig vom Umfang? Wo man aber auch klar dazu sagen muss, neue Technik, neue Konsolengeneration, muss man sich erstmal drauf einstellen. Das sind völlig andere Datenmengen. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist halt die Lizenz. Hier die Lizenzkosten. Hier spielen ja auch keine unerhebliche Rolle. Denn die Entwickler bezahlen natürlich dafür, dass sie die Autos benutzen dürfen in dem Spiel. Und kann man sich ja ausrechnen, wenn von einem Auto 10 verschiedene Varianten sind, wollen die natürlich 10-fache Lizenzgebühr. Also so kann ich mir das zumindest vorstellen. Würde ich zumindest so machen als Autohersteller. Weil wofür sonst gibt es halt diese Lizenzen, wenn nicht dafür. Also so sehe ich das zumindest. Und man muss dann halt immer es in Relation sehen, weshalb man auch kein finales Urteil so ohne weiteres drüber fällen kann. Aber nicht selbstgefällig werden. Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. So, immer schön dranbleiben und jetzt trinke ich erstmal ein Schlückchen. So, ich hoffe, ihr habt es überlebt. So kurzen Moment ohne meine Stimme. Kommt ja sonst eigentlich nur vor, wenn ich irgendein Actionspiel spiele. Oh, grüne Wand, schön. So, Zeit 2 Minuten 17. Ich würde sagen, doch, mache ich. So, denn wir haben natürlich auf jeden Fall noch haufenweise Verbesserungspotenzial, was ich natürlich auch ausschöpfen möchte. So ist ja nicht. So, auf dem ersten Platz verbrachte Zeit 30 Minuten und 53. Jo, ist ja schon mal eine Ansage. Meisterschaftsveranstaltung, 17 Stück. Was war denn das jetzt? Hä? Hatte ich gerade auf die... Bin ich ein... Ja, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, aber ich habe gerade auf die falsche Taste gedrückt. Das war natürlich echt perfekter Vorführeffekt. Aber, naja, Pannen gehören auch irgendwie dazu, bin ich mal der Meinung. Denn gerade das macht ja auch ein bisschen so den Spaß aus.
Auch wenn es natürlich blöd ist, nimmt man sich was vor, drückt auf die falsche Taste und geht voll nach hinten los. So, dafür fahren wir jetzt hier einfach ein bisschen im Gegenverkehr. Warum wenden? Bloß weil ich im Gegenverkehr fahre, oder was? So. Nächste gefahrene Straße, yeah. 315 gibt's insgesamt. Da bin ich mal gespannt. Ups. Wie sich das alles auswirken wird und vor allem sieht man mittlerweile, also so langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, wie groß das Spiel ist und bin mir noch ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll. Also, naja, was ich davon halten soll, ist halt die Frage. Auf der einen Seite sehe ich ein sehr, sehr gutes, spaßiges Spiel. Also so vom Fahrgefühl her haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Das kann man anstandslos oder bedenkenlos weiterempfehlen. Es macht Spaß zu spielen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, auch wenn man sich manche Sachen anguckt, echt die negativen Aspekte, die halt natürlich teilweise auf hohem Niveau meckern ist, aber irgendwie kann man die negativen Aspekte bei einem Spiel ja auch selten komplett ausschalten, beziehungsweise ich versuche immer so objektiv wie möglich ranzugehen und da nichts völlig außen vor zu lassen, obwohl es natürlich auch ein paar Spiele gibt, die für mich persönlich perfekt sind, auch wenn die Spiele selbst nicht perfekt sind, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ups. Gut, das war jetzt ein Versuch, der kläglich gescheitert ist. Und deshalb gleich nochmal. So, ansonsten auf Rasen haben wir ganz, ganz blödes Fahrverhalten. So, was haben wir denn da? Das neben uns ist Maserati, würde ich sagen. So, und lass mich durch. Yeah. So. Nee, aber halt bei diesen ganzen positiven, negativen Aspekte, ich weiß nicht, muss man immer so ein bisschen den Mittelweg finden, beziehungsweise auch irgendwann einfach sagen, okay, mir macht es Spaß und damit hat sich die Sache erledigt. Also und genau damit möchte ich persönlich jetzt auch die negativen Aspekte erstmal bis zum letztendlichen Fazit auch erstmal sein lassen, denn für mich, so beziehungsweise solange es mich angeht, mir macht das Spiel Spaß. Und ich hoffe, es macht euch auch Spaß so vom Zuschauen und ihr kriegt Lust, das Spiel dann auch selbst mal zu spielen. Ich kann es euch bloß empfehlen. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Und das ist eigentlich für mich auch Sinn und Zweck von einem Spiel, dass es Spaß macht. Ich bin da eigentlich nicht so der Mensch, der so die ganze Zeit auf Competition aus ist, beziehungsweise auf den Wettkampf und da eine Herausforderung sucht, bin ich einfach nicht der Mensch für. Ich möchte halt Spaß haben, ich möchte Unterhaltung, nach Möglichkeit auch nicht zu schwer. Ups, ey, mies durchgedringelt. Oh Mann, also das Auto möchte ich nicht komplett zerbeulen. Wow, na toll. Aber wir wollen auf jeden Fall wieder nach vorne, verdammt. So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Verdammt. Ey, gibt's doch nicht. Da wird man wirklich kurz abgelenkt und schwupps, weg ist es. Nee, aber, ja, stimmt, es muss halt Spaß machen. Und das macht es für mich und damit, ja, ist eigentlich das Wichtigste und ich sehe halt keine Herausforderung, beziehungsweise ich erwarte von einem Spiel keine Herausforderung. Weitere 20 Punkte. Beziehungsweise keine Herausforderung erwarten ist die eine Sache, beziehungsweise für mich muss ein Spiel einfach unterhaltend sein. Es darf natürlich nicht zu schwer sein, es sei denn, ich hole mir ein Spiel explizit deshalb. Also da gibt es für mich persönlich ein Nonplusultra-Spiel, wo es echt darum geht, einfach mal Herausforderungen zu suchen. So, jetzt machen wir den Rivalen mal. Gibt halt ein Spiel für mich, wo es wirklich um die Herausforderungen geht für mich und das ist die komplette Dark Souls-Reihe. Die den einen oder anderen Zocker dann doch in die Knie zwingt.
Und ja, das erwarte ich allerdings von einem Forza Horizon nicht. Im Gegenteil, wenn es hier genauso bockenschwer wäre, würde es mir vermutlich nicht so viel Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn gerade was Frust angeht oder so, bin ich eigentlich bei den meisten Spielen relativ schnell gefrustet, sofern ich den Frust nicht erwarte. Um das ein bisschen anders auszudrücken, dass wenn man von vornherein, es ist natürlich so diese Herangehensweise, wie man an ein Spiel herangeht. Wenn man von vornherein weiß, man wird 1000 Mal sterben, darin liegt die Würze des Spieles, dann ist das okay, dann kann man damit anders umgehen, als wenn man ein Spiel einlegt, man möchte unterhalten werden, locker flockig, und dann kriegt man so einen massiven Brocken vorgesetzt, wo man nun echt keine Chance hat. Ja, weiß ich noch nicht. Also, beziehungsweise ist für mich halt, möchte ich einfach nicht. Da muss ich allerdings an der Stelle auch noch gestehen, da werde ich eh noch ein bisschen experimentieren. Also, ich bin ja auch ein bisschen am Dark Souls zocken. Zugegebenermaßen nicht so Profi-like, da übe ich aber noch. Aber ich werde es noch durchspielen, keine Frage. Aber so eine Herausforderung, ich werde mich demnächst, kann ich an dieser Stelle schon mal so klammheimlich ankündigen, werde ich mich demnächst mal an einen anderen Spiel versuchen, beziehungsweise eigentlich an zwei Spielen, wo ich vorhabe, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad mal zu spielen und hier schon so ein bisschen die Herausforderung suche. Inwiefern das dann noch gut mit den Kommentieren klappt, werde ich dann sehen. Beziehungsweise werdet ihr dann auch sehen und hoffentlich euer Feedback dalassen. Aber da werdet ihr das schon mitbekommen, sofern es, wenn es dann auf dem Kanal ist. Also das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Wenn dann irgendwo in der Folgenbeschreibung irgendwas mit Hardcore, Ultra oder ähnliches steht. Da habe ich aber zwei Projekte vor und mal gucken, ob und wann ich die durchsetze. Sind natürlich immer so diese 1000 Pläne, die man hat. Und ich weiß jetzt schon, dass ich vermutlich nicht alle Pläne, die ich mit diesem Kanal habe, beziehungsweise mir bisher gemacht habe, übrigens, wir haben gerade locker gewonnen, mir ist durchaus bewusst, ich werde nicht alle Pläne umsetzen und vermutlich auch nicht jeden Plan so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Aber wir haben da ordentlich Kohle verdient. Ist ja geil. So, was gibt es denn jetzt hier noch? So, nächsten wollen wir nicht an der Stelle. So, geschlagene Rivalen 2. Naja, immerhin, ich hatte ja gesagt, die werde ich immer mal ein bisschen einstreuen, wenn es sich ergibt. Stufenaufstieg erreicht. So, und wieder ein Wheel Spin. So, und. Manu. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Verdammt, ist ja so weit. Bitte wenden. Mit qualmenden Reifen wenden, das macht doch immer wieder Spaß. So, aber was mich jetzt immer interessieren würde, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Wollt ihr in einem Spiel wirklich eine Herausforderung? Wollt ihr, dass das Spiel euch richtig schön in den Arsch tritt? Oder seid ihr da auch so wie ich, ihr mögt es lieber gemütlicher, beziehungsweise... Bam, scheiße. Beziehungsweise gemütlicher jetzt nicht unbedingt, sondern nicht zu anspruchsvoll oder zu anstrengend, besser gesagt. Also, dass halt einfach kein Frust entsteht. Und vor allem, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr zu Dark Souls steht. Das würde mich auch mal interessieren. So, ups. Ey. Boah, sehr erfahrener Driver-Tar und Brem... Ah. Okay. Wow. So, und auch gerade der Gegenverkehr, das ist immer schon so eine leichte Herausforderung manchmal. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit Navigationsgeräten gerne auf Kriegsfuß stehe? Ich bräuchte echt so ein Navigationsgerät, was einen da hier die Strecke ansagt, so wie Darth Vader oder sowas. Das würde ich schon nehmen. Muss ich mal sagen, so... Ups. Ah, nicht gecrashed, gut. Wir wollen natürlich das Auto schon ganz lassen.
So, was haben wir denn da vorne? Ein Bentley? Aber es ist auffällig, wenn ich in einer gewissen Meisterschaft bin. Ups, fängt's an zu donnern. Na, klasse. Nee, wenn ich in einer gewissen Meisterschaft bin, dass dann die gegnerischen Autos dann auch immer so die ähnlichen sind. So, Ziel erreicht. Auf zum nächsten. Oh, jetzt bei Regen. Straßenrennen bei Regen, das kann ja was werden. Oh Gott, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. So, an dieser Stelle muss ich mal kurz Pause machen. So, da hatte ich gerade mordsmäßig einen Frosch im Hals und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Die kündigen sich bei mir manchmal ein bisschen an, da kann ich dann immer ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dann nochmal fix irgendwie Pause drücken oder so. Upsala, weil sonst ist das dann echt ein bisschen ungünstig, dass ich da einfach völlig den Anschluss verpasse oder so, oder dann einfach vergesst loszufahren. Wow. So, komm schon, gib Gummi. Boah. So, ich muss bloß gucken, dass ich dann, wenn ich die Folgen bearbeite. Upsala. So, ey, wieder gefangen, so halbwegs. Aber ich muss sagen, das auf Regen macht sich echt hier ziemlich tricky. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, es kommt durchaus ab und zu mal vor. Das werdet ihr vielleicht auch bei den einen oder anderen Let's Player auch erlebt haben, dass man zwischendurch mal kurz Pause drückt, irgendwie, was weiß ich, warum habe ich meinen Spoiler nicht mehr? Verstehe ich gerade nicht, oder habe ich gerade verpennt? Wird man halt einfach mal erleben, dass dann zwischendurch irgendwie mal so ein kurzer Cut drin ist, weil irgendwas rausgeschnitten wurde, weil blöd gelaufen oder ähnliches. Ups, lass mich durch. Yeah, so. Halt, hier so ein bisschen Nachbearbeitung bleibt auch nicht aus. Man muss dann allerdings drauf bauen, dass man es nicht vergisst, das dann noch zu machen bei der Bearbeitung. Denn irgendwie mal so fix Notizen machen nebenbei ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es gibt Tage, da nimmt man sich besonders viel Zeit für die Bearbeitung. Es gibt aber auch hier Tage, da hat man einfach nicht so viel Zeit. Ups. Da macht man das halt einfach mal ein bisschen schneller und die schnelle Variante. Und da vergisst man natürlich dann auch das eine oder andere. Und auch das bleibt halt einfach nicht aus, denn ganz ehrlich, Let's Player sind auch nur Menschen. Auch wenn es da so einen nicht näher genannten YouTuber gibt, der mit seinen YouTuber-Superkräften immer gerne protzt. Er ist trotzdem bloß ein Mensch. So viel sei an der Stelle gesagt. Wenn ihr raus hier wisst, wen ich meine, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, und damit haben wir jetzt auch dieses Regenrennen gewonnen. Oh wow, bei dir sah das aus wie ein Kinderspiel. Also, Kinderspiel war das jetzt nicht. Denn gerade auf dem eher nasser Strecke. Du hast gerade eine weitere Meisterschaft an Land gezogen. Yeah. So, 10 weitere Meisterschaften. So, Credit-Belohnung nehmen wir. Immer her damit. Nehme ich, nein. So, den fahren wir jetzt nicht. Meisterschaftsveranstaltungen, Podiumplatzierungen 19. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind schon relativ weit, aber 19 Rennen erst in dem Sinne. Ich weiß gerade nicht, in welcher Folge wir sind, aber 19 Rennen erscheint mir jetzt so rein von der Zahl ein bisschen wenig. Na schön, dann verabschieden wir uns mal für eine Weile von Saint-Martin. Versammelt euch am Treffpunkt, wenn ihr bereit seid. Dann steuern wir die nächste Etappe an. So, und dann geht es vermutlich in das letzte Gebiet, wenn ich das richtig sehe. Genau. Aber so, ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite. Ups. Und genieße ehrlich gesagt jetzt nochmal kurz ein bisschen das Auto.
Und wie man dieses Auto genießen kann, es fährt sich wunderbar, es sieht fantastisch aus und die Folge ist viel zu lang. Deshalb hier Link zum letzten Video, falls ihr es verpasst haben solltet, unbedingt draufklicken. Ansonsten vergesst nicht, Kommentar, liken und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.